Die gute alte DDR. Und da sehen wir auch gleich die Asbestplatten. Ah, ich laufe jetzt mal hier. Ich bin ja hier das ehemalige AZZ für 1000 D-Mark ersteigert. Wollte keine haben im Jahre 2001. Ah, und. Das hier irgendwie, ich habe gerade nochmal angeschaltet, irgendwie kommt dann so Fehlermeldung, ja. Ah. Westprodukt. Für 5 D-Mark auch ersteigert, als so eine Firma irgendwie 600 DPI Laserdrucker, irgendwie Riesending. Und dazu waren dann auch noch Tonerkartuschen, die bis zum irgendwie und hier Reinigungsset gereicht hätten. Und dann hatte ich schon angeschlossen, irgendwie Netzwerk ein paar gedruckt und dann Fehlermeldung, bla, irgendwie. Ja, und das war es schon wieder. Oder hier Lexmark-Drucker vom Lidl, ganz billig oder sowas, gleich zwei gekauft und auch kaputt und wegwerfen. Ja, und hier zu meinem lieben Solarhaus. Es geht eigentlich immer noch hier um diesen umfassenden Plan. Genauer gesagt, hier um so den letzten, alle importierten Güter. Das ziehe ich dann gleich mehr. Ne, mein Kühlschrank, mein Benzinkocher. Hier auch wieder, ne, so super schön aus China, irgendwie günstig, irgendwie Klimaanlage. Tja, ich möchte hier jetzt das Abbauen des Solar, weil ich eben auch, ne, auch aus China. 10 super schöne, die passen irgendwie, sind ganz flexibel, leicht irgendwie. Ja, oder hier irgendwie, ne, ich habe gleich ein halbes Dutzend von irgendwelchen Multimetern. Und in der DDR-Mangelwirtschaft, da wäre das irgendwie nicht bezahlbar. Da hätte ich dann irgendwelche kaputten, irgendwie, die würde man jetzt noch irgendwie ausflexen und neue Kontakte dran löten und daraus neue Module. Und ich bin ja fleißig, ja, darum geht es dann irgendwie auch. Ich habe hier wirklich mal die Module alle hier auf, alle Kontakte irgendwie neu und hätte ich sie dann gleich irgendwie fest an die Wand montiert, hätte es auch funktioniert. Aber hier oben dann auf das Dach, das war dann wieder zu flexibel, das sind die gleich wieder gerissen. Oder hier, diese Wegwerfgesellschaft für 30 Euro irgendwie inklusive Versand, zwei super Motoren irgendwie mit Magneten, Controllerboard, manchmal geht die Batterie sogar noch. Okay, bevor ich mich halt hier hinsetze. Aluminium. Hier ist überall Aluminium verbaut, was halt oxidiert und nicht leichter wird. Und deswegen sind dann hier in der DDR ab und zu irgendwie ein paar Häuser abgebrannt, weil Kupfer halt irgendwie zu teuer war. Und das war eigentlich immer so mein Beweis, der sichtbare, dass die DDR halt nicht funktionsfähig war und nur durch Diktatur aufrechterhalten werden konnte. Und deswegen böses, böses System. Aber es ist jetzt eben durch mein Friedensplan, weil wirklich, das ist, dass ich halt wirklich eben auf keinen Fall in so eine Situation kommen möchte, dass mir befohlen wird, mit einem Gewehr irgendwie und dann jemanden zu erschießen. Und deswegen, um das so wirklich auszudrücken, war dann wirklich, dann lieber würde ich in der DDR leben, als dass ich gezwungen bin, andere Menschen zu töten. Ja? Und das ist jetzt auch deswegen interessant, weil wirklich so die lieben Nazis. Es gibt viele Menschen, die finden das durchaus reizvoll. Also was für mich ja eigentlich unverständlich ist. So von wegen so im Schützengraben und dann wird dir befohlen mit dem Schießgewehr und dann schießt du da irgendwelche Menschen, ja. Das ist irgendwie einfach, weil sie selber irgendwie mit ihrem Leben nicht so viel irgendwie anfangen können. Ne? Hier mein kleines Auto, davon möchte ich ja noch erzählen. Und deswegen so diese Vorstellung für eine größere Sache, sein Leben opfern als Patriot und irgendwie eigentlich völlig egal was. Hauptsache, man hatte damals den guten Glauben, weil dann irgendwie ist ja der andere schuld, irgendwie der böse Hitler, aber man selber wäre der ehrenvolle Soldat oder so. Und deswegen, es ist wirklich, auch ich war ja so blöd im Bund und beim Bund, als es den noch gab. Und bin dann später mal in meiner Unistadt, dann irgendwie auf der Straße hat mich jemand wiedererkannt, der damals auch, und der war halt irgendwie so Arbeiter. Und ich dann so, oh, schlimmste Zeit, ist, oh nee, war beste Zeit meines Lebens. Wirklich eben so, lieber DDR. Also es ist nicht, dass es so toll war, aber
diesen Ukraine-Krieg gegen Russland und das Morden irgendwie, das muss aufhören, ja. Und dann eben so die Frage, wie schlimm war wirklich die DDR? Ja, und das kann ich jetzt schon, weil ich Stiefschwester von meinem Papa, wir mussten ja einmal im Jahr, sind wir dann nach Suhl. Okay, Suhl war DDR-Vorzeigestadt, ja. Aber man hat eben schon, es war für uns Kinder irgendwie wirklich so diese triste, so ein Wochenende irgendwie dann wegschmeißen und dann in so einer tristen irgendwie, ich erinnere mich noch, da gab es so ein Luxusrestaurant und dann musste man Schlange stehen, damit man in diesem Luxusrestaurant, und dann haben wir irgendwie eine, so Rehbraten und dann war da so 5 mm dicke, so große Scheibe Fleisch, was irgendwie eklig geschmeckt hat, weil eine Reh irgendwie war uns unbekannt. Ne, aber hier, hab's dann mal irgendwie recherchiert. Es war irgendwie tatsächlich irgendwie die meisten Kupfer bis Ende der DDR waren auf DDR-Boden. Also es gab im Westen eigentlich weniger Kupfervorkommen als in der DDR. Aber dann, als die DDR irgendwie Wiedervereinigung, sind die alle geschlossen worden, weil der Kupferpreis war 10-mal höher als irgendwie auf dem Weltmarkt. Ja, und deswegen, das ging halt nur mit massiver Subvention, weil halt die DDR keinen Zugriff auf die Kolonien hatten. Der Boris Palmer mit dem Negerwort kommt jetzt vielleicht auch nochmal schön fett. Ja. Wenn die BRD irgendwie jetzt auch nur so gewirtschaftet hätte wie die DDR und der Kupfer irgendwie dann eben 10-mal so teuer gewesen wäre, ja, dann hätten wir Westdeutschen auch Alukabel. Ja, also das kann ich der DDR nicht vorhalten, ja, sondern die DDR war irgendwie so welt irgendwie friedenspazifistisch, dass sie nicht irgendwie die in Chile und Südamerika irgendwie die unter menschenunwürdigen Bedingungen und Umweltschäden die Sklaven, die Neger arbeiten lassen, sondern dass die Ressourcen, die man nur selber hatte. Und dann ist es auch eben dieser Nachkriegszeit. Ich meine, DDR war halt russische Zone und da ist halt massiv die Industrie irgendwie abgebaut und nach Russland deportiert worden. Da gab es irgendwie jetzt dann auch keinen Marshallplan, ja, wo irgendwie der Westen irgendwie gefördert worden ist. Sie war kleiner, deswegen jetzt war auch die Auto, die Trabi kommt ja jetzt gleich, gab es im Prinzip keine vollständige Zulieferkette. Ja? Das war teilweise noch aus dem Westen, und als die Westen dann Embargo, dann hatten sie nicht. Während der Westen eben von der Größe her noch die einzelnen Komponenten hat. Der Westen hatte auch eben das Ruhrgebiet mit Steinkohle und Stahl. Ja? Die DDR hatte nur die Braunkohle. Ja? Und dann fand ich es sehr interessant. Es war auch in dieser russischen sowjetischen Wirtschaftszone, es sollte gar nicht, ja, es sollte zu einem gleichmäßigen Wachstum, Wirtschaft auch so russische Georgien oder so, war eben bestrebt, so ein gleichmäßiger Lebensstandard, ja, was eben genau dieser Punkt ist, auf den ich eben dann in dem letzten von meinem Friedensplan, es ist unabdingbar, dass es irgendwie auf der Welt der gleiche Wohlstand. Wir brauchen keine Waffen, um irgendwie Nordkorea oder Russland irgendwie zu besiegen. Ja? Das macht der Neid. Ja? Unser Wohlstand, unser postkoloniale, das tut mir jetzt leid. Weltfrieden ohne gleichmäßigen, halbwegs gleichmäßigen Wohlstand geht nicht. Ja, und deswegen hatte die DDR halt auch ganz andere Startvoraussetzungen als der Westen. Und jetzt, wie gesagt, da anhand vom Kupferpreis irgendwie, das oder eben ganz, das habt ihr ja alle vergessen, ne, die Bananen. Ja? Also es ging den Ostbürgern, ja, sag ich mal, nicht um die westlichen Demokratiewerte und die freie Meinungs... Es ging um die Bananen, ja, oder um die Schlangen und deswegen und in den Supermärkten, ja, die vollen Regale. Und ich meine, die Bananen sind eben auch alles aus Übersee. Und dann stelle ich mir halt so die Frage, irgendwie die westliche kapitalistische Wirtschaft, wenn sie wirklich nur selber, so wie die DDR gewirtschaftet hätte, wäre sie dann irgendwie auch so dermaßen, weil in der DDR ging es ja auch nach dem Krieg, es gab ja auch einen spürbaren irgendwie Wohlstandsgewinn.
Ja, wäre dieses Gefälle wirklich so groß? Ohne das Gefälle, sag ich mal, wäre dann im Prinzip auch die Grenze irgendwie nicht nötig gewesen, oder und mit der ohne die Grenze auch die Stasi irgendwie mit der Kontrolle nicht nötig. Also die Autos, ich habe es mal irgendwie recherchiert. Ja, es gab irgendwie zu Ende der DDR-Zeit so 3,5 Millionen Trabis und Wartburgs und 18 Millionen. Nee, bei 16, 17 Millionen Einwohnern. Und es gab 40 Millionen Pkw, glaube ich, bei 80 Millionen Einwohnern. Die haben wir auch. Also wenn wir halt irgendwie die heutige, also heute sind es irgendwie 50 Millionen Pkw, wovon irgendwie die Hälfte der neu zugelassenen Elektroautos SUV sind und 30% irgendwie der insgesamt zugelassenen SUV. Ja, also könnte man das eben, das könnte man eben nicht auf die ganze Welt irgendwie hochrechnen. Also 8 Millionen Einwohner, das wären irgendwie 5 Milliarden Pkw, wovon irgendwie die neu zugelassenen Elektro 50% SUV ist. Ja, das ist dieses eben, dass wir hier 3 Millionen Planeten bräuchten, irgendwie, wenn wir unseren Wohlstand in der USA wären es 5 Millionen und irgendwie der höchste mit 7 Millionen oder viel mehr noch ist irgend so ein arabischer Staat irgendwie, ne, das Erdöl. Und dazu halt jetzt ganz wichtig irgendwie, wie ich das eben jetzt, nichts Demokratie, sondern postkolonial, faschistoid, Diktatur der Dekadenz. Postkolonial, faschistoide Diktatur der Dekadenz. Dass wir das eigentlich, die Dekadenz ist elementar wichtig. Also es ist wichtig, dass wir so einen dekadenten Überfluss haben, denn den wollen alle haben, ne, der Neid. Also, und dann gibt es halt in allen Kolonien, ja, gibt es halt die führende Elite, die will das auch haben, aber die kann es nicht selber herstellen, weil sie dafür die Wirtschaft nicht haben. Also kaufen sie sich. Dafür brauchen sie Geld und deswegen müssen sie irgendwie ihre Bevölkerung halt irgendwie abschuften lassen, die Ressourcen verkaufen. Auf die Weise kriegen wir irgendwie die Rohstoffe, die wir dann weiterverarbeiten können, um dann die Luxusgüter irgendwie in die ganze Welt zu verkaufen. Das heißt, dieser Wohlstand hier irgendwie, diese Dekadenz ist essentiell wichtig, ja, um diesen Kreislauf in Gang zu halten, ja. Und dann ist im Prinzip eigentlich auch offensichtlich, das wird nie aufhören. Ja? Also ne, die SUVs, völlig. Ich habe hier so ein kleines Sägewerk, die kommen dann hier mit so einem neuen SUV, wollen dann so ein paar Bretter kaufen. Nee, 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 kommen sie ein paar Tage später, holen sich dann irgendwie so einen Handwerker-Pritschenwagen, ja, weil sie irgendwie in ihr SUV irgendwie nicht dreckig machen wollen. Ja? Es geht wirklich eben um dieses Neidgefälle. Das ist essentiell wichtig hier, ja. Und deswegen jeder, der hier irgendwie, was ich da eben gezeigt habe, jetzt diesen Wohlstand hier, ich bin wirklich, ich bin den Chinesen unendlich dankbar. Ja, also ich erinnere mich noch da oben, hätte ich dann auch, als ich 2007 die Solardach gebaut und so die Webcams irgendwie zur Überwachung und dann haben sie irgendwie statt 46 Grad, 41 Grad, irgendwie waren es nur 16 Grad, da habe ich mich da beschwert irgendwie und da hat die irgendwie die Verkäuferin dann schon ziemlich trocken irgendwie geantwortet, dass ich mir mal bewusst machen soll, unter welchen Bedingungen die da hergestellt werden. Ja, also irgendwie Anfang der 2000er, da war eben der Mindestlohn in China eines Industriearbeiters waren 1000 Dollar irgendwie im Monat. Und das war ein gut bezahlter Job. Ja, inzwischen sind sie ja schon irgendwie bei 35.000 Euro Jahresverdienst im Schnitt und wir sind, glaube ich, bei 55. Und deswegen, das wird irgendwie kippen, ja. All das irgendwie, unser ganzes Leben, wer ohne irgendwie die Sklavenarbeit irgendwie oder eben, ne, also jeder, der in der heutigen Welt das irgendwie so für selbstverständlich hält, ja, und dann noch so gut tut, ja, irgendwie, wir möchten jetzt irgendwie, jetzt eine Gesetzesänderung, dass irgendwie schon in 3 Jahren irgendwie Bundesbürger und zu emigrieren, weil irgendwie und damit sie weiterhin Arbeitskräfte brauchen und dann werden irgendwie die Entwicklungshilfe zur Bildung irgendwie, die dann so schön geredet wird, die dient im Prinzip dazu, irgendwelche Fachkräfte irgendwie zu qualifizieren, die wir dann hierher holen, damit wir ne, diesen Kreislauf, also diese
das Endprodukt aus den Rohstoffen, die Luxusgüter herstellen, ja, damit wir die Elite dann in der dritten Welt irgendwie, die haben alle ihre Neger, ja, also die ganzen schönen, guten Menschen irgendwie, die jetzt hier eben mit einem dicken Auto fahren und so schön von ihrem Wohlstand, und wir wollen das teilhaben und wollen jetzt hier noch so einen Quotenneger, ja, der wird jetzt hier noch irgendwie eingebürgert, damit wir uns irgendwie das schönreden können, ja, das ist alles im Prinzip noch diese rassistische Denkweise, und deswegen benutze ich jetzt gerade, weil ich halt mit dem Palmer das vorher so schön hatte, so wie nennt man das, sarkastisch, ja, um zu zeigen irgendwie, dass diese guten Menschen irgendwie, die haben im Prinzip selber noch so ein rassistisches Weltbild, ja, dass sie halt diesen Wohlstand hier für so Gott gegeben irgendwie hinstellen, ja, und sich dann also multikulturell integrativ, ja, aber ne, hier, da, also im Prinzip müsste alles zehnmal teurer sein, ja, und dann wäre es aus. Und das fand ich sehr schön bei dieser Aufbereitung des Nationalsozialismus, der in der DDR nicht stattgefunden hat, weil die der Meinung waren, irgendwie jetzt mit dem sozialistischen System ist der Nährboden entfernt für den Faschismus. Deswegen braucht man sich jetzt irgendwie darüber auch nicht mehr irgendwie Gedanken machen. Diese Kirchhoffs-These oder so ähnlich. Dass im Prinzip Demokratie und Faschismus irgendwie, also ich müsste jetzt eben rechter Faschismus, dass die eigentlich dasselbe sind, und irgendwie je nachdem irgendwie springt das dann immer. Das ist eigentlich, was ich ja eigentlich auch sage. Also ne, die postkolonial-faschistische Diktatur der Dekadenz, dass hier eigentlich die Dekadenz regiert, und wenn wir das nicht bekommen, ja, also wenn wir jetzt nicht das Kupfer für ein Zehntel bekommen oder sowas, dann wird sofort irgendwie, kommt der Faschismus. Oder genau genommen irgendwie das Römische Reich war ja auch so schöne Demokratie, aber als es irgendwie gehapert hat, haben sie ja dann so irgendwie immer so einen Diktator eingesetzt, der dann freiwillig das irgendwie nach der Überwindung der Krise wieder an die Demokratie zurückgegeben hat, aber dann der Cäsar hatte keine Lust mehr, und dann wurde es halt irgendwie, und danach kam ja eigentlich erst die richtige Größe. Dass es hier eigentlich wirklich nur um den Neid und den Wohlstand und die Dekadenz geht, und dass das eben eine Illusion ist und ohne den Wohlstand zwangsläufig in eine Diktatur, und dass wir ein System eigentlich nur, dass es nur ein System sein kann, in dem man eben wirklich der Verzicht einprogrammiert ist. Ja, und deswegen, ich sage ja nicht, dass die DDR schön ist, ja, sondern irgendwie so schlimm war sie nicht. Und deswegen, ich finde wirklich das chinesische Modell, da könnte ich mich vielleicht wirklich eben, dass man eben wirklich, also so verstehe ich das halt, dass halt diese Zweiteilung, die jetzt irgendwie den privaten, persönlichen Wohlstand irgendwie, die können irgendwie ihr kapitalistisches Ding machen, haben aber dann in der Gesellschaft nichts zu sagen. Ja, deswegen hat dann irgendwie Alibaba da, der ist dann halt entmachtet worden, als die halt irgendwie zu groß, diese Internet, die zu groß war, dann die kommunistische Partei sagt dann, also nee, stopp mal, also hier Gesellschaft, das ist unsere Sache, ja. Und wer sich aber für die Gesellschaft, für das Wohl irgendwie aller, der kann halt irgendwie Mitglied der kommunistischen Partei und kann halt da langwierig mahlende Mühlen versuchen, irgendwie Änderungen zu bringen. Und was mir halt irgendwie bei beiden eben so fehlt, aber bei China bin ich da auch so ein bisschen positiv, dass die Rechtsstaatlichkeit, das ist, kommt alles in meinem Friedensplan eben vor, ja, dass die DDR halt kein Rechtsstaat war, sondern ein Unrechtsstaat, aber dass eben die führende Partei hatte halt diesen Anspruch, dass sie die Wahrheit hat, und deswegen gab es da im Prinzip irgendwie, dann konnte dann eben so eine Diktatur wie dann eben Stasi etc. irgendwie wachsen, ja. Aber ich sehe eigentlich nicht, wieso Rechtsstaatlichkeit mit dem sozialistischen System irgendwie inkompatibel ist. Ja, und die Demokratie wäre höchstens so ein Notmechanismus, dass man im schlimmsten Fall irgendwie so ein korruptes Regierung irgendwie durch Wahlen, aber durch die Wahlen wird eher das ganze System zusammenbrechen, weil das Volk seinen Wohlstand haben will.
dass die DDR halt wirklich jetzt so schlecht dasteht, denke ich, liegt wirklich eben auch an der wirtschaftlichen isolierten Lage, ja, aber auf die wir eigentlich nicht stolz sein sollten, wenn wir nicht irgendwie alle da unten als Neger bezeichnen wollen, ja. Und um jetzt hier das mit dem Autochen zu Ende zu bringen, ja, dass eben der Westluxus auf die ganze Welt irgendwie einfach nicht machbar gewesen wäre, aber 5 Milliarden irgendwie PKW irgendwie für den Wohlstand auf der ganzen Welt nicht, aber eben 2 Milliarden irgendwie und davon eben Trabis irgendwie mit Plaste irgendwie und so. Deswegen, das wäre wahrscheinlich irgendwie heutzutage irgendwie machbar. Ja, und die hätten dann eben auch keine Reichweite mit 500 Kilometer, sondern nur 100 Kilometer, weil es halt irgendwie parallel auch ein Eisenbahnnetz in Afrika geben würde. Ja, und irgendwie die Trabis hatten auch nur einen Kilometerlauf pro Jahr irgendwie von 3.000 bis 5.000 Kilometer. Ja, die sind irgendwie auch nicht so oft gefahren worden. Und jetzt eben so als Beweis, das ist ein Aixa Mega aus Frankreich, Baujahr 2006, habe ich irgendwie für 2.400 Euro gekauft, habe dann aus China, ne, lieben Dank an China, für 2.000 Euro irgendwie noch Batterien, irgendwie 14 Kilowattstunden eingebaut. Also ich habe da 5.000 Euro für so ein 45 km/h Moped irgendwie Dings, ja, dass ich hätte auch für 500 Euro hätte ich irgendwie einen gebrauchten Benziner mit demselben irgendwie Leistungsdaten irgendwie bekommen können, ja, und was ich da an Arbeit reingesteckt habe. Und deswegen, das ist dieses Verzicht, ja, dass man irgendwie mit weniger, aber dann eben Arbeit rein investiert. Und der ist an sich schon, okay, Aluminium, aber ne, Aluminium war ja noch, wegen Leichtbauweise, hat eigentlich einen super Aluminiumrahmen, also unkaputtbar, ja. Und da vorne Gehäuse, irgendwie so eine Stahlrohrkonstruktion und da so ein Plastikgehäuse drauf, also gar nicht so ähnlich. Und bei 2 Milliarden Trabis werdet ihr natürlich blöden Neinsager alle schon wieder motzen. Ja, Zweitakter und Umweltverschmutzung, ja. Aber das Ding da, das hat leider, war mir nicht so ganz bewusst, der Nachfolger hat schon einen asynchronen Drehstrommotor drin, also ohne, aber der hat noch Kohlen, also richtig so fette Kohlen und einen Wirkungsgrad von 60% oder was, ja. Irgendwie der verbraucht so viel wie ein Tesla. Ja, aber ich habe so meine Reichweite von 50 bis 100 Kilometer, das reicht mir und mit Solar oben ist mir im Prinzip ja egal. Das hätte die DDR auch in Wirtschaft auch hinbekommen, so ein Kohlemotor, 100 Kilometer Reichweite und der hat noch Bleiakkus drin gehabt. Ja? Da habe ich halt jetzt Lithium-Eisenphosphat dran irgendwie, da habe ich irgendwie nur die Hälfte vom Stauraum irgendwie verbraucht, sodass ich irgendwie noch 5 kW irgendwie Wechselrichter einbauen konnte, mit dem ich dann hier irgendwie auch Kühlschränke, Waschmaschinen betreiben könnte. Ja, auch lieben Dank aus China für 350 Euro, das wäre alles... Wenn das hier, also so in der DDR irgendwie, wenn das dann von Bosch in Deutschland mit deutschen Arbeitskräften, wäre das alles längst nicht machbar gewesen, ja. Also selbst mit Bleiakkus irgendwie und okay, 2 Milliarden Bleiakkus, aber die Lithium-Eisenphosphat, die in China jetzt zum Massenprodukt, die sind eigentlich auch in Europa entwickelt worden. Und jetzt die Natrium-Ionen sind auch in Europa entwickelt worden, aber sind nicht irgendwie dann in Serienproduktion gegangen, weil sie halt nicht dieses absolute Maximum hatten wie die Lithium-Ionen und weil halt die dekadenten irgendwie Bürger, die 500, 600 Kilometer Reichweite haben wollen, haben die westlichen Autos, die deutschen Autobauer, nee, muss Lithium-Ionen sein und deswegen brauchten wir jetzt dann das sozialistische China, ja, das irgendwie dann die Lithium-Eisenphosphat. Und es gab ja eigentlich auch schon die Zebra-Batterie. Das war so eine Hochtemperatur, die musste dann auf 400 Grad erhitzt werden. Hatte aber schon vor 20 Jahren eigentlich in Massenfertigung, hätte die damals irgendwie auch schon einen Kilowattstundenpreis, weiß ich nicht, 200 Euro oder sowas. Also wäre bezahlbar gewesen. Ja? Also technisch gesehen hätte die so eine DDR-Weltwirtschaft irgendwie 2 Milliarden irgendwie... 45 km/h kleine Elektrolaster, ja, und dazu ein weltweites Eisenbahnnetz auch hinbekommen. Und dann gibt es den Neid nicht und dann gibt es irgendwie auch die Kriege nicht, ja. Und deswegen, was die ganzen Kriege in Afrika, ja, das ist alles, ne, da lassen wir, also nicht wir, sondern ihr, lasst da halt eure Neger sich gegenseitig irgendwie massakrieren. Ja, damit ihr irgendwie billig an Uran und Kupfer und Gold und Bananen und Kakao kommt, ja.
Also wirklich, es tut mir weh, dass, ja, ich würde das gerne ja diskutieren, meinen Friedensplan, dieser letzte Punkt. Also, dass der afrikanische Kakaobauer irgendwie denselben Wohlstand haben sollte wie deutsche Bauern und nicht seine Kinder auf die Plantage Kinderarbeit leisten lassen muss, ist doch eigentlich für euch, die ihr alle das Wort abschaffen wollt, irgendwie doch selbstverständlich. Ja? Und trotzdem irgendwie nee, ne? Weil Demokratie und Faschismus ist irgendwie eigentlich dieselbe Grundlage. Gut, und dann zum Abschluss, das möchte ich noch auch erwähnen, weil das irgendwie schon der Vorteil von dieser postkolonialen, faschistoiden Diktatur der Dekadenz ist, man muss immer, ne, was mit Lithium-Ionen schon angesprochen, muss immer irgendwie das neueste Beste, und deswegen mussten alle 2 Jahre Handy weggeworfen, die Drucker, ja. Ich meine, ich wäre hier 600 dpi Drucker, wo ich dann irgendwie kostenlos irgendwie tausende von Flugblättern irgendwie, das war damals so der Traum, irgendwie drucken kann, ja, irgendwie wäre okay gewesen, ja, aber wenn ihr jetzt hört, 600 dpi, schwarz-weiß, ja, dadurch, dass halt irgendwie dieser Zwang zum Konsum, dass die Güter auch darauf ausgelegt werden, dass sie nach 2 Jahren kaputt gehen, damit die Leute sich Neues kaufen, gibt es natürlich viel schnellere Entwicklungszyklen, und dadurch ist dann durch diese Elite, ja, die dann halt die Welt regiert und ihre Neger überall in den Kolonien noch hat, ja, wird halt praktisch, versteht ihr das, ja, ich würde das nie sagen, ja, das Wort irgendwie, aber ihr seid die, die immer noch dieses Wort benutzt, und ihr wollt es jetzt abschaffen, um euch irgendwie schön irgendwie das alles zu reden, aber ihr habt eigentlich eure Neger noch, ja, es ist wirklich, ich wäre bereit eben für Frieden auf der Welt und Ende der Kriege irgendwie in der hier da eben die Solarmodule da selber irgendwie mit dem Lötkolben die einzelnen Kontakte irgendwie zu reparieren. Ja, aber ihr wollt ja eure Neger behalten. Dennoch muss man irgendwie anerkennen, dass halt der technologische Fortschritt, ja, also irgendwie ist erheblich schneller, dadurch, dass halt immer vorne so eine Elite irgendwie immer das Beste haben will, ja. Und deswegen, wenn es jetzt so eine DDR-Weltwirtschaft gäbe, ja, dann gibt es wahrscheinlich keine Handys. Dann wären wir jetzt gerade so an der, schätze ich jetzt mal so, wären wir an der Entwicklungsstufe von den ersten Handys. Aber dann würde die Weltstaatsführung würde sagen, also das Individuum braucht keine Handys. Wozu unterwegs irgendwie rumlaufen? Man hat seine Arbeitsstätte und sein Zuhause, und dazwischen irgendwie kann man sich in der Straßenbahn irgendwie mit den Nachbarn, mit den Leuten irgendwie unterhalten, ja. Aber die Computer, die wären jetzt irgendwie so, eben wie auch so in den 90er irgendwie. Also es wäre jetzt das erste Windows-Betriebssystem mit grafischer Benutzeroberfläche, ja. Und deswegen, es gibt schon jetzt zum Beispiel jetzt hier die Videobearbeitung, die ich danach mache. Also das sind eben schon so Sachen, die wären da nicht möglich gewesen. Und ich bin ja noch so Kind der 80er. Die Commodore 64 habe ich ja voll irgendwie mitgemacht. Ja, ich bin diese Generation, und deswegen die Textverarbeitungssysteme, der erste Nadeldrucker und so, ja. Es gibt heute kein Internet, ja. Ohne Internet gibt es keine Völkerverständigung. Und dieses Weltbewusstsein, dass wir heute irgendwie sind. Die Klima wollt ihr vielleicht auch böse sagen. Ich meine, das waren die kapitalistischen Erdölkonzerne, die das ja schon irgendwie in den 60er Jahren wussten und es verheimlicht haben und mit Kampagnen irgendwie jahrzehntelang. Und es ist der westliche Kapitalismus, ja, der irgendwie, ne, der Trump, der ist gleich wieder ausgetreten ist, ja. Und jetzt haben wir eigentlich die Vorreiter ist China, ja, was die da an Windkraft, Offshore-Windkraft und die Wüsten irgendwie zubauen, da können nur Kinder da runterfallen. Und ich befürchte wirklich, dass wir in 20, 30 Jahren, ja, da wird dann China wird irgendwie klimaneutral sein, weil sie jetzt eben irgendwie diese fossilen Ressourcen nutzen, um wirklich da die ganzen Sachen zu bauen, während hier geht irgendwie alles immer noch in den dekadenten Luxus, und in 30 Jahren werden wir immer noch irgendwie von fossilen Energien abhängig sein, und dann ist es wirklich an der Zeit, dass China den Stecker zieht. Ja, also dass wir halt irgendwie nicht mehr irgendwie alles zum Spottpreis bekommen, sondern den Preis, den man für globalen Wohlstand eben eigentlich bezahlen müsste. Es
könnte so die Hoffnung geben, dass wir durch diese Technologie, ja, automatisierte Arbeit, wir brauchen dann keine Neger mehr, ja, das, und dass die KI, die Arbeitsplätze irgendwie dann übernimmt, dass wir eben jetzt irgendwie in Indien keine irgendwie Callcenter mehr brauchen, ja, um hier irgendwelche Dekanenten, irgendwie Reklamationen für irgendwas. Dass ich auf die Weise das irgendwie einpegel, das ist so der Traum. Aber was ich ja anfangs meinte, es ist eigentlich essentiell, dieser Kreislauf der Dekadenz, um den Neid zu erzeugen. Und wenn wir jetzt dann eben jetzt die SUVs und die Flugreisen und jetzt die Tourismus ins All oder so sehen, ja, oder die Computer-Totschieß-Spiele, ja, das ist, was da irgendwie an Ressourcen irgendwie, das wird immer weitergehen, ja. Dann werden eben die Menschen werden sich dann irgendwie dann mit im Computer werden sie sich verdoppeln und verdreifachen, ja, sodass sie praktisch irgendwie jeder Mensch praktisch dann fünfmal existiert, ja, weil man dann irgendwie gleich fünfmal an fünf verschiedenen Orten gleichzeitig sein kann und sich dann per Internet irgendwie die Erlebnisse, die man heute irgendwie an fünf verschiedenen Plätzen auf der Welt irgendwie, kann man sich dann irgendwie im Livestream irgendwie nochmal antun. Das wird dieses System des Kapitalismus, sag ich mal, geht das immer weiter, ja, und deswegen unter diesem Vorsatz, dass ich halt sage, von wegen, also das Töten muss aufhören und ich möchte wirklich nie in so eine Situation kommen und da dann eben diese Bereitschaft von wegen, also dann würde ich lieber, ja, ich meine, das ist schon für mich bitter, ich wäre dann wahrscheinlich wie der Gundermann in der Armeezeit, weil ich ja studieren wollte, musste ich zur Armee. Armee wäre ich dann rausgeflogen, dann wäre Studium auch vorbei gewesen. Wäre nix Physiker, ja. Und dann hätte ich da auch wie er irgendwie so Baggerfahrer irgendwie und hätte mir dann mein Weltbild irgendwie selber irgendwie aus Büchern, die irgendwie auch irgendwie vorzensiert sind, irgendwie hätte ich mir so gesehen, während jetzt der Physiker ist ja eben diese Fähigkeit zur Abstraktion, worauf ich immer so dann stolz bin. Ja, dass diese analytische Fähigkeit, irgendwie komplexe Systeme zu abstrahieren und durch einfachere Regeln irgendwie verständlich zu machen. Die Grundlage hätte mir dann gefehlt und hätte dann eben vielleicht auch eher, wäre ich vielleicht auch ein Narzisst geworden, der irgendwie dann sich irgendwie einbildet, er wäre so super toll und ist es aber eigentlich nicht und braucht dann andere, um sich zu bestätigen. Ja? Ne, Narzisst irgendwie saugt anderen irgendwie die Lebensfreude aus, weil sie ständig ihm widerspiegeln müssen, wie toll er doch ist. Denn ich bin hier fröhlich der geborene Verlierer. Ich bin auch selber auf mich stolz. Ich brauche das nicht. Aber durch diese Selbsterkenntnis und deswegen ohne Physiker und so schwer, aber grundsätzlich sage ich ja, ist eigentlich so, die Ideen des Kommunismus, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Aus dem Film vom Gundermann. Was ich eigentlich ja ist irgendwie nur einen lieben Engel, den ich glücklich machen kann, also www.engelgesucht.de und ein Parallelbuch zum Krabat schreiben, ja, und der Krabat war in der DDR nicht verboten, ja, deswegen ich habe jetzt natürlich schon ein tolles Leben durch diese Wegwerfgesellschaft, da ne, habe ich hier so einen Abenteuerspielplatz für 1000 D-Mark und da war noch eine Tankstelle mit irgendwie 1000 Liter Diesel drin. Ja, war halt Altlastenverdacht, aber habe ich halt kostenlos irgendwie den Düngemittel bei irgendwie einer Sondermülldeponie als Privatmann irgendwie losgeworden. Trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, es braucht so eine Erkenntnis, dass man wirklich irgendwie bereit ist, dass man wirklich, wenn man wirklich das Negerwort abschaffen will, ja, dann muss man irgendwie auch bereit sein. Und das war jetzt irgendwie diese Szene da, jetzt die letzte Generation, die tun mir ja irgendwie leid, weil sie irgendwie sie wissen ja irgendwie nicht so richtig, was sie tun sollen. Und dass sie als eigentlich auch nicht, die ist ja Absicht, dass sie jetzt nicht gegen irgendwie klagen, gegen irgendwelche Körperverletzungen, sondern irgendwie wirklich sagen, was wir auf uns nehmen, irgendwie, das ist alles eh so schlimm, irgendwie da brauchen wir irgendwie jetzt da nicht noch diesen zusätzlichen Kampf für. Ja, und dann die Kommentare da bei Twitter habe ich immer so ein bisschen irgendwie, es ist irgendwie traurig, ja, irgendwie das,
Und dann kam irgendwie öfters so von denen, ja, jetzt sollt doch mal hier nicht hier die armen Bürger, die da irgendwie den ganzen Tag arbeiten, irgendwie für den Lebensunterhalt, weiß ich nicht, gibt es vielleicht wirklich hier, aber das ist dann eben auch, wie kann es in diesem kapitalistischen System immer noch da Menschen geben, die den ganzen Tag arbeiten. Ich will nicht sagen, dass ich bezweifle, weil ich habe auch Familien kennengelernt, die halt irgendwie wirklich Sozialhilfeempfänger sind und die nicht auf die Beine kommen. Ja. Aber das ist auch wieder dieses System, das halt so einen Druck, so einen Leistungsdruck ausübt. Und es ist ja wirklich irgendwie ökonomischer, irgendwie 5% Arbeitslosen zu haben, ja, weil dann die Angst vor der Arbeitslosigkeit die anderen 95% irgendwie so antreibt, damit sie irgendwie sich zu Tode schuften. Und das hat eine höhere Effektiv, als diese 5% Bremser zu haben, die irgendwie eh nicht richtig integrierbar sind. In der DDR sind die ja alle mitgeschleppt worden. Ja. Hauptsache waren irgendwie zur Arbeit und konnten sie ihren Rausch irgendwo in der Ecke ausschlafen. Ja. Also ich gibt auch vieles, was ich in der DDR irgendwie, denke ich, man hätte besser machen können. Ja. Und deswegen, das möchte ich jetzt so nicht hinstellen. Ja, aber dann jetzt hier da irgendwie diese Kommentare, sie sollen doch irgendwie dann irgendwie die eigene Regierung, irgendwie die Grünen, bei denen sollen sie doch irgendwie, weil die wären ja irgendwie die Verantwortlichen. Hallo? Demokratie, dass das Volk irgendwie, alle Macht geht vom Volke aus und dass man deswegen, wenn man irgendwie die Entscheidungsträger irgendwie, dass man da das Volk und deswegen eigentlich irgendwie die Straße blockieren muss, anstatt... Die denken wirklich, dass wir da die Regierenden da oben oder sowas. Ja, also, okay, war ein bisschen chaotisch und es war jetzt nicht so groß vorbereitet. Und wie gesagt, das Bild, was wir von der DDR haben, ist halt wirklich geprägt durch den Nachteil, den sie hatte und den postkolonialen Vorteil, den der Westen hatte. Ja. Und deswegen... kann ich eigentlich wirklich guten Gewissens sagen, also lieber in der DDR wieder als irgendwie als Soldat andere Menschen erschießen. Und diese Verantwortung haben wir eigentlich alle. Also im Grunde müsste eigentlich auch irgendwie sofort sagen, jeder von uns zur Rettung des freiheitlichen Dienstes in der Ukraine muss irgendwie 12 Monate Wehrdienst in Ukraine leisten. Ja? Und das, dem kann er sich entziehen, indem er irgendwie 10.000 Euro pro Jahr bezahlt. Ich meine, hier bei den 50.000 Euro Durchschnittslohn irgendwie und ja, und die kein Geld dafür haben, die können ja dann eben praktisch in irgendwelche Rüstungswerke gehen und können dann irgendwie Arbeitsplätze irgendwie den Lohn sich abarbeiten, ja. Das wären 10.000 Euro pro Person. Ich glaube, das waren 40 Millionen Erwerbstätige, das wären 40 Millionen mal 40 Milliarden, dann 400 Milliarden Euro jährlich, die wir an Rüstungsgütern, an Flugzeugen, Panzern irgendwie nach Ukraine liefern könnten. Ne? Also so mal, was Deutschland eigentlich so an Beitrag leisten müsste. Und deswegen, ja, tut mir leid, also ich finde es echt schade, dass keiner von euch sich meinen Friedensplan anschaut. Tschüss.